Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt gute Gründe, heute erneut die städtebauliche Entwicklung am Alexanderplatz zu debattieren. Den neuen Stadtentwicklungssenator, Herrn Geisel, herzlichen Glückwunsch zur Ernennung und auf gute Zusammenarbeit, müssen wir dafür sensibilisieren, wie kontrovers der bisherige Entwicklungsverlauf und die Zukunftsaussichten für den Alex nicht nur hier im Haus, sondern in der Stadt gesehen werden. Dazu wäre es schön, wenn er zuhören würde. Und welchen Spielraum er tatsächlich hat. Aber er kann es ja auch nachlesen. Der Zeitpunkt, konkret über das Alexa-Hochhaus zu reden, ist genau richtig. Der Bauantrag ist noch nicht gestellt. Der erste Zwischenbericht des Senats zum Abgeordnetenhausbeschluss über die Zukunft des Alexanderplatzes vom Mai dieses Jahres liegt noch nicht vor und ist bisher für das Frühjahr 2015 avisiert. Mal sehen, ob es dabei bleibt. In dem umstrittenen Hochhausplan für den Alexanderplatz gibt es zwei wesentliche Kritikpunkte. Es geht darum, dass wir ein aktuelles Thema haben. Diese wesentlichen Kritikpunkte haben an Aktualität nichts eingebüßt. Der Kollhoff-Plan ging auftragsgemäß von Tabula Rasa aus. Er ignorierte den Baubestand und die stadträumliche Umgebung vollständig. Das führte neben den fehlenden wirtschaftlichen Anreizen zu der umfassenden Blockade, die wir bis heute erlebt haben. Bis auf das Geschäftshaus am nordöstlichen Platzrand ist kein einziges Gebäude realisiert worden und bis auf einen Hochhausstandort unmittelbar daneben und eben am Alexa besteht auch keine Realisierungsperspektive für die übrigen 8 geplanten Türme. Für das sogenannte Heinz-Hochhaus besteht der Vorbehalt einer notwendigen B-Planänderung und des Ausschlusses negativer Auswirkungen auf den U-Bahn-Betrieb. Berlin hat hier schlechte Erfahrungen, daran darf ich erinnern. Ich sage nur das Stichwort Leipziger Platz. Für das sogenannte Alexa-Hochhaus ist zwar ein positiver Bauvorbescheid erteilt worden, aber ein Bauantrag steht aus und damit ist auch die Frage offen, ob eine Bebauungsplanänderung erforderlich ist. Der zweite Kritikpunkt zielt auf die stadträumliche Integration und den Umgang mit dem städtebaulichen Erbe. Auf die Bedeutung des Alexanderplatzes für Berlin muss ich hier nicht eingehen. Im städtebaulichen Konzept für die östliche Innenstadt ist er der Verbindungsraum, das Scharnier zwischen der zentralen Achse Frankfurter Allee, Karl-Marx-Allee zum grün geprägten Raum zwischen Alex und Spree mit dem Fernsehturm und dem historischen Boulevard unter dem Linden. Mit dem Frankfurter Tor, dem Strausberger Platz und der repräsentativen Bebauung entlang der Allee sind städtebauliche Akzente mit engen Bezügen zum Alexanderplatz und insbesondere zum Fernsehturm gesetzt. Und umgekehrt orientiert sich der Standort des Fernsehturmes an dieser Raumfolge und an der Betonung des Ostberliner Zentrumsbandes. Und der Platz selbst und der Stadtraum, sie haben Geschichte. Die Behrensbauten, das Haus des Lehrers, die Kongresshalle sind bereits eingetragene Denkmale. Das Haus des Reisens gilt als denkmalwürdig. Und für das Haus des Berliner Verlages läuft diese Prüfung noch. Für das Ensemble Frankfurter Allee, Karl-Marx-Allee, hat der Senat einen Antrag auf Aufnahme in das Weltkulturerbe gestellt, gemeinsam mit dem Hansaviertel und dem Corbusier-Haus. Sie werden sich erinnern. Das alles war bei der Entscheidung über den Wettbewerb 1993 und beim Beschluss über den Bebauungsplan 1999 noch undenkbar. Mit der Zeit können sich also die Dinge und Sichtweisen glücklicherweise ändern. Und deshalb sollten wir auch den Mut haben, über die Pläne für den Alexanderplatz neu zu reden. Deshalb bringen wir heute wieder einen Antrag zum Thema ein, und zwar konkret zum Alexa-Hochhaus. Standort und Planung überprüfen, umfassende Bürgerbeteiligung organisieren, Stadtbild, Auswirkungen und Alternativen darstellen. Im Titel ist im Prinzip schon alles gesagt. Der Standort für das Alexa-Hochhaus war und ist städtebaulich nicht glücklich, weil er die Beziehungen und Sichtachsen von zentralen Orten zum Fernsehturm massiv stört, weil er die geschützte und denkmalwerte Umgebung stark beeinträchtigt und damit entwertet. Deshalb fordern wir eine seriöse Begutachtung und Visualisierung des aktuellen Vorhabens und auch von Alternativen und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Und wir verlangen etwas, was eigentlich völlig selbstverständlich sein sollte und nach den Worten von Herrn Geisel ihm auch besonders am Herzen liegt. Nicht nur bei solchen gesamtstädtisch bedeutsamen Vorhaben müssen die Öffentlichkeit, Anlieger und Anwohner, Interessierte und Engagierte mitreden können. Berliner Abgeordnete und Bezirksverordnete aus Mitte übrigens auch. Die dürren Aussagen des Senats auf meine Anfragen, dies sei gesetzlich nicht vorgeschrieben, sind zwar zutreffend,
Aber politisch ist Mitsprache der Stadtgesellschaft und der Parlamente ein Gebot der Vernunft. Genauso übrigens wie die Änderungen der Planungen für den Alexanderplatz. Vielen Dank.